Pflegepersonal unter Grenzen, Klammer auf, PPUGV, Klammer zu, aus dem Hause des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn, CDU, soll die Patientenversorgung eigentlich sicherer machen, liegt aber nur für die Bereiche Intensivmedizin, Geriatrie, Unfallchirurgie und Kardiologie einen Minimalstandard fest. Zudem sind die Personaluntergrenzen willkürlich gesetzt. Und zwar bei 25% der genannten Bereiche mit der schlechtesten Personalausstattung. Im Klartext heißt das, nur das Viertel der Krankenhäuser mit der schlechtesten Personalausstattung muss aufstocken. Und zwar genau so viel Personal, um das Niveau an der Grenze zum zweitschlechtesten Viertel der Kliniken zu erreichen. Mit solchen Untergrenzen gibt es weder gute Versorgung für die Patientinnen und Patienten noch nachhaltige Entlastung für die Beschäftigten, sagte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Silvia Bühler. Die Regierung dürfe keine Pflegepersonaluntergrenzen präsentieren, die sich an der bestehenden Unterbesetzung orientieren. Auf diese Weise werde der Pflegenotstand legitimiert. Dass es im Zuge der neuen Verordnung zur Verschlechterung der Personalausstattung kommen könnte, befürchtet Tim Schmidt, Physiotherapeut in einem großen Klinikum. Unsere Geschäftsführung hat nach eigenen Angaben Spahns Vorgaben mal überschlagen und dem Betriebsrat mitgeteilt, dass sie etwa 100 Köpfe von derzeit 520 Pflegefachkräften an unserer Klinik abbauen könnte. Ich lasse es an dieser Stelle einfach mal stehen. Lasst es sacken. Nächstes Mal gibt es eine kleine Zusammenfassung der Probleme und ich nehme endlich die Personaluntergrenze von Herrn Spahn auseinander. Ich freue mich ein bisschen darauf, aber ich graule mich auch davor. Mir bleibt daher leider nur eins zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalte gerne nächste Folge wieder rein. Hör nicht weg, sondern hör zu. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Denk über meine Worte nach. Diskutiere diese mit Freunden, Familie und unten in den Kommentaren. Wenn du mich unterstützen willst, dann nutze den Link zu meiner Patreon-Seite. Hinterlasse bitte einen Daumen hoch, ein Herz, 1000 Sterne oder womit du auf deiner Plattform anzeigen kannst, dass es dir gefallen hat. Auf Wiederhören.